Hallo Freunde der Lagerlogistik, willkommen zurück. Heute sprechen wir über das Lernfeld 2. Güter lagern. Ihr wisst ja, bei mir heißen die Lernfelder ähnlich. Also bei mir heißt es Ware lagern, aber es geht um Güter lagern. So, zuallererst sprechen wir einmal über die verschiedenen Aufgaben aus dem Bereich Lager. Wie ihr bestimmt wisst, es gibt verschiedene Aufgaben. Und die wichtigsten fünf oder die fünf Aufgaben, über die wir hier reden, sind zum einen die Sicherungsaufgabe, die Überbrückungsaufgabe, die Spekulationsaufgabe, die Umformungsaufgabe und die Veredlungsaufgabe. Also, wenn ihr mal gefragt werdet, um was für fünf Aufgaben es hierbei geht, könnt ihr das nach diesem Video auch beantworten. Bei der Sicherungsaufgabe geht es darum, den Warenfluss vom Lager zur Produktion, vom Lager zum Kunden sicherzustellen. Grundsätzlich sprechen wir hier von der Vermeidung von Engpässen an die Produktion. Also wenn die Produktion, kennt ihr ja, ne, eine Produktion, die stellt ein bestimmtes Gut her, das kann sonst was sein. Hier geht es einfach darum, diesen Warenfluss sicherzustellen, generell, damit ohne Unterbrechung produzieren kann. Wenn diese Sicherungsaufgabe nicht wahrgenommen werden kann, warum auch immer, kann es bei der Produktion zum Beispiel zum Stillstand der Bänder führen. Ja, und das sollten wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Bei der Überbrückungsaufgabe, da geht es darum, einen zeitlichen Raum zu überbrücken. Wir sprechen davon, dass wir den Zeitraum zwischen Produktion und Verkauf von Gütern und Waren überbrücken müssen. Bestes Beispiel ist hier zum Beispiel in der Textilindustrie, wenn beispielsweise die Winterkollektion schon im Frühjahr hergestellt wird und das Lager die Aufgabe hat, diese Zeit zu überbrücken. Sprich, die Waren werden eingelagert und erst kurz oder zum Zeitpunkt der Auslieferung an den Handel herausgegeben. Also zeitliche Überbrückung. Die Spekulationsaufgabe, dann nenne ich immer das beste Beispiel, wenn ich vorhabe zu tanken. Ich spekuliere, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit mein gewünschtes Produkt zu einem geringeren Preis bekomme. Das ist auch Spekulieren tut man auch generell gern an der Börse. Aber auch Firmen spekulieren. Zum Beispiel spekulieren Firmen darüber, dass sie bestimmte Produkte zu einer bestimmten Zeit günstiger erhalten als zu einem anderen Zeitpunkt. Also hier geht es darum, das gewünschte Produkt zu einem gewünschten Preis zu erhalten. Wir spekulieren darauf, wir kaufen etwas günstig ein und dass es zu einem späteren Zeitpunkt an Wert gewonnen hat und wir es dann hochpreisiger verkaufen können. Das alles fällt unter Spekulationsaufgabe. Dann kommt die Umformungsaufgabe. Na, da geht es einfach nur darum, etwas umzufüllen, zu mischen, auszusortieren, generell aus einer großen Einheit kleine zu machen oder aus vielen kleinen ein bestimmtes Sortiment herzustellen, einen bestimmten, ja, was nenne ich denn für ein Beispiel? Und zwar haben wir das Beispiel, wir haben zum Beispiel 100.000 USB-Sticks, fällt mir gerade nichts Besseres ein, die wir geliefert bekommen. Und wir formen das in kleinere Einheiten um, zu 10 Stück in eine Tüte, anstatt 100.000 einzelne. So könnt ihr euch das wohl gut vorstellen. Und dann haben wir zum Schluss noch die fünfte Aufgabe, das war die Veredelungsaufgabe. Hier geht es einfach darum, Waren, Güter aufzubewahren, bis sie eine gewisse Qualität erreicht haben, bis sie gereift sind. Wir sprechen hier zum Beispiel von Käse, der liegen muss, der reifen muss und später dann halt durch die Reifung auch einen höheren Verkaufswert erzielt hat. Also ihr merkt schon, das hat auch was mit einer anderen, mit der Spekulationsaufgabe zu tun. Aber bei der Veredelung, da geht es nicht nur um Käse, sondern zum Beispiel auch um Wein oder um verschiedene Arten von Früchten. Beispielsweise die Banane, die grün gepflückt wird und erst
zu einem bestimmten Reifungsgrad, wenn sie eine bestimmte Farbe, also gelb, erreicht hat, dann noch mehr gelb als grün ist, verkauft werden kann. Ja, und bei Wein, wie gesagt, da ist es genauso. Wir heben oder wir lagern den Wein so lange ein, bis er einen gewissen Reifegrad, bis er eine gewisse Güte erreicht hat und können ihn dann auslagern, also herausgeben, wenn er wieder verkauft werden soll. Das erstmal so den fünf Aufgaben des Lagers. Kommen wir als nächstes zum Lagerplanen. Ja, worum geht es dabei? Ja, hier müssen wir zum einen beachten oder darauf Acht geben, dass wir erstmal prüfen, was wir lagern wollen, wo soll dies geschehen, für wen wird gelagert und zum Schluss noch, wie insgesamt eingelagert werden soll. Na, zum Beispiel die zu lagernden Güterarten müssen wir erstmal unterscheiden. So, wie machen wir das? So, zum Beispiel, wir unterscheiden nach Konsistenz. Also flüssig, fest, gasförmig. Obwohl gasförmig ist halt nochmal ein spezieller Fall. Wir unterscheiden zum Beispiel die Materialart. Ist es aus Metall, ist es aus Holz, aus Kunststoff, was auch immer. Wir unterscheiden das Gewicht, Volumen, Menge, Zustand, Lagereinheiten. Wir unterscheiden sogar nach Wert. Hochwertige, teure Güter müssen anders gelagert werden als Güter mit geringem Wert. Wir unterscheiden weiterhin nach Empfindlichkeit, nach Gefährlichkeit eines Gutes, nach der Verwendungsart, nach der Haltbarkeit. Ganz wichtig, hat es ein MHD, ein Ablaufdatum, und wir unterscheiden nach der Umschlagshäufigkeit. Stichwort Stichgangstrategie, Waren, die eine hohe Umschlagshäufigkeit haben, werden eher nah am Ausgang, an der Ausgabe gelagert und Güter, Waren mit einem geringen oder einer geringen Umschlagshäufigkeit können weiter im Gang drinnen gelagert werden. So, zum anderen unterscheiden wir dann auch noch nach Betriebsart des Unternehmens. Ja, sind wir in einem Industriebetrieb? Handelt es sich um einen Großhandel oder sind wir im Einzelhandel? Ne, je nachdem, worum es sich handelt, muss dann entsprechend gelagert werden. Außerdem unterscheiden wir noch den Lagerstandort, die Bauweise des Lagers. Haben wir ein Freilager, dann können wir hier nur spezielle wetterunempfindliche Güter lagern. Und dann wird noch nach Eigentümer unterschieden. Ne, ist es unser eigenes? Es ist ein Fremdlager. Da muss einiges beachtet werden. Dazu passend kennt ihr bestimmt schon entsprechende Aufgaben, entweder aus der Berufsschule oder wenn ihr das privat macht, vielleicht von dem Bildungsträger. So, kommen wir weiter zur Lagertechnik. Ja, bei der Lagertechnik unterscheiden wir verschiedene Sachen. Grundsätzlich geht es hier um das System, wonach wir die Güter lagern möchten. Wie gerade schon vorher beim Lagerplan gesprochen, geht es hierbei auch darum, dass wir, nein, anders, ich muss das so sagen, wir reden grundsätzlich immer über feste Güter. Denn bei flüssigen und gasförmigen, da müssen wir ein bisschen anders damit umgehen. Also merkt euch, wir sprechen jetzt erstmal nur über feste Güter. Ja, dann ist erstmal zu unterscheiden, wenn wir zum Beispiel in einem Freilager unsere Güter ablegen wollen, dann unterscheiden wir zum einen die Bodenlagerung. Da gibt es einmal im Block und die Reinlagerung. Also im Block, wenn wir unempfindliche Güter haben, denen das Wetter nichts ausmacht, die haben alle dieselbe Güte, es ist im Prinzip auf Palette gelagert, dann können wir diese im Block abstellen. Oder je nachdem, wenn es immer noch wetterunempfindlich ist, können wir sie im Freilager auf dem Boden in Reihenlagerung unterbringen. Wenn wir zum Beispiel nicht nur eine bestimmte Sorte Güter, sondern verschiedene haben, wo wir dann relativ schnell zugreifen müssen. Ja, und dann unterscheiden wir neben der Bodenlagerung noch die Regallagerung. Ihr wisst so gut wie ich,
Regale gibt es auch viele und da muss man einfach vorher überlegen, bevor man die Waren ankommen lässt, welche Regalart passt denn zu meinem Gut, zu meiner Ware, mit der ich Handel treibe, also die ich lagern möchte. Ja, was wäre zur Bodenlagerung denn noch zu sagen? Also bei der Bodenlagerung ohne Lagergerät stehen die Güter ohne Palette auf dem Boden. Also Lagergerät, da reden wir jetzt zum Beispiel drüber, es liegt keine Palette unten drunter, damit wir sie mit einem Flurförderzeug, sprich Gabelstapler oder Hubwagen, bewegen können. Wo machen wir denn sowas? Ja, zum Beispiel bei aller Arten von Schüttgütern, Kies, Sand, was auch immer. Oder zum Beispiel Fahrzeuge. Fahrzeuge, die werden auch teilweise in einem Freilager, das seht ihr ja bei den meisten großen Autohändlern, da stehen die Autos draußen rum. Jetzt draußen rum in Anführungszeichen, die stehen auf der Lagerfläche und werden dann nur bei Bedarf bewegt. Ja, grundsätzlich können wir sowas auch in jedem Baustoffhandel, in jedem Baumarkt sehen, dass die ihre palettierten Steine, die sie halt so verkaufen, auf einer Freifläche, also einem Freilager, gelagert haben. So, bei der Bodenlagerung mit Lagergerät, zum Beispiel auf Paletten, werden die Güter gestapelt, also sie können gestapelt werden. Man unterscheidet hier zwischen Blocklagerung, also ganz viele Paletten aufeinander im Block oder, wie eben schon gesagt, in der Reihe. Ne, immer kleine Reihen, zum Beispiel wichtig bei Waren mit MHD, also einem Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatum, Ablaufdatum. Dann können sie halt schneller gefunden, beziehungsweise der Zugriff auf sie erfolgt dementsprechend schneller. So, als nächstes Lager einrichten. Also wie eben schon gesagt, es gibt wirklich eine Vielzahl von Regalen. Ob jetzt Fachbodenregal, ein Palettenregal, ein Verschieberegal, ne, Paternoster oder was auch immer, wofür wir uns entscheiden. Es hängt am Ende von der Art der Güter ab, der Waren, mit der wir Handel treiben, die gelagert werden sollen. Wir müssen den benötigten Platz berücksichtigen. Wir berücksichtigen wieder mal die Umschlagshäufigkeit. Wir berücksichtigen die Zugriffszeit, die wir auf die Güter haben wollen. Wenn wir schnell an etwas rankommen möchten, wäre es hier auch ratsam, dass es in Griffweite ist und man nicht erst ewig lange Kommissionierwege zurücklegen muss, um an die Ware zu kommen. So, und dann hängt es natürlich auch noch ab, wie hoch ist der Grad der Automatisierung meiner Lagereinrichtung. Sprich, habe ich ein vollautomatisches Hochregallager, das mir die Paletten selber ein- und auslagert, oder habe ich sowas nicht und muss halt dementsprechend als Mitarbeiter lange Wege in Kauf nehmen. So, wie unterscheidet man das? Einmal unterscheiden wir die statische Lagerung. Das kennt ihr vielleicht schon aus der Kommissionierung, bei der statischen und dynamischen Kommissionierung. Hier ist es so ähnlich. Bei der statischen, die Ware wird innerhalb der Lagerzeit zwischen Ein- und Auslagerung nicht mehr bewegt. Dann sprechen wir von statischer Lagerung. Also sie liegt die ganze Zeit auf ihrem Platz. Bei der dynamischen Lagerung wird die Ware während eines bestimmten Zyklus mehrfach bewegt. Wie gesagt, bei der Kommissionierung kennt ihr den statischen und dynamischen Vorgang auch. Da geht es aber dabei darum, wie die Ware bewegt wird. So jetzt auch auf dem nächsten Bild bei Lager einrichten. Nach der technischen Entwicklung gibt es noch mehrere Regalarten, die immer weiter verfeinert wurden. So, die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale bestehen darin, ob der Mitarbeiter sich bewegen muss. Ja, da haben wir einmal die Mann zur Ware oder die Ware zum Mann-System. Das, was ich gerade vorhin beschrieben habe. Ein weiteres Kriterium für den Lageraufbau ist der Materialfluss, also innerhalb des eigenen Betriebes. Also welche Abteilungen durchläuft das Material von der Lieferung bis zum Kunden? Das muss auch berücksichtigt werden.
Ja, Lager einrichten. Die Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Lagerung. Das versuche ich auch immer wieder beizubringen. Sauberkeit, Geräumigkeit, Übersichtlichkeit. Ein sauberer Arbeitsplatz ist einfach das Beste. Dann fühlen wir uns wohl, dann wollen wir auch arbeiten und an einem sauberen Arbeitsplatz macht auch das Arbeiten mehr Spaß. Ja, Geräumigkeit, da geht es halt drum. Ich brauche halt für meine Waren den entsprechenden Platz. Ich darf mir nicht meine Flucht- und Rettungswege zum Beispiel vollstellen. Das ist ja grundsätzlich verboten. Also das Lager muss so groß sein, dass auch genügend Platz für die Ware vorhanden ist und keine Gefahren für Mitarbeiter oder die Gerätschaften besteht. Ja, mein Sortiment, mein Lager sollte übersichtlich sein. Dann habe ich auch relativ kurze Zugriffszeiten, wenn ich grundsätzlich mir einen Plan mache, wo was liegt, zum Beispiel anhand oder mit Hilfe eines Warenwirtschaftssystems oder wenn das aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, anhand eines Lagerplans, den ich dann erstellt habe oder ihr, je nachdem. Als nächstes Lager einrichten, die Arbeiten bei der Einlagerung. Also hier geht es auch noch mal um die Wahl der Art und des Ortes der einzulagernden Güter. Wonach richtet sich das? Wie eben schon gesagt, es richtet sich zum Beispiel nach dem Gewicht der Ware, nach der Anzahl, der Menge, die ich einlagern muss. Dann an den jeweiligen Verpackungen, die ich da habe, mit denen die Waren angeliefert werden oder die ich benutzen kann. Ja, wie empfindlich ist denn diese Ware, dieses Lagergut, was ich bewegen muss? Ja, geht eine Gefahr davon aus? So, zum Thema Gefahrstoffen muss ich noch mal ein eigenes Video machen. Das wird jetzt hier nicht lang genug und ausführlich genug behandelt. Also grundsätzlich müsst ihr auch auf die Gefährlichkeit eines Gutes achten. So auch der Wert und die Haltbarkeit der Ware werden hier nochmal unterschieden. Die Verwendungsart und ganz wichtig immer die Umschlagshäufigkeit des einzelnen Artikels, Gutes, der Ware. Ne? Wie ich eben auch schon gesagt habe, wenn ihr die Frage bekommt, was ist die Stichgangsstrategie, dann wisst ihr, dass Artikel, Waren mit hoher Umschlagshäufigkeit in Greifweite nah am Ausgang gelagert werden und alles andere weiter im Gang drin. Dann könnt ihr das auch beantworten. So, als nächstes die Einlagerungsgrundsätze. So, es gibt da verschiedene Verfahren. Die gängigsten FIFO-Verfahren, also First In, First Out, bedeutet, was am längsten im Lager sich befindet, wird als erstes wieder ausgegeben. Die Ware, die als erstes aufläuft, sprich MHD-Ware, wird auch als erstes kommissioniert. Dann gibt es das LIFO-Verfahren. Das bedeutet Last in, First out. Was zuletzt reingekommen ist ins Lager, wird auch als erstes wieder ausgegeben. Also hier klar, nicht erst liegen lassen, geht sofort wieder raus. So, dann gibt es noch das sogenannte HIFO-Verfahren. Das sind so die gängigsten drei, die ihr kennen solltet. Beim HIFO, dem Highest in, First out-Verfahren, also das ist grundsätzlich ein buchhalterisches Prinzip. Da geht es darum, Waren zum momenthöchsten Preis zu verkaufen, um halt hier keine Verluste zu machen, wenn die Ware zu einem späteren Zeitpunkt auch günstiger eingekauft werden kann. Da wird grundsätzlich erstmal zum höheren Preis verkauft. So, kommen wir weiter. Wie immer sind auch die Gefahren im Lager zu beachten. Im Lager können halt verschiedene Arten und von Gefahren auftauchen, die zum einen für den Menschen, die Maschinen, das Werkzeug oder die Einrichtung, sprich auch die gelagerten Waren und für die Umwelt zur Gefahr werden können. Dazu gehören zum einen die Unfall-, Brand- und Diebstahlgefahr. Na, wie schon im Lernfeld 1 auch mal erwähnt, müsst ihr hier entsprechende Vorsichtsmaßnahmen beachten und dürft nicht, also niemals fahrlässig handeln.
Um die Gefahren einzudämmen und die Verantwortlichkeiten zu regeln, gibt es eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen. Ich habe das hier beispielsweise auch mal aufgelistet. Das fängt an beim Arbeitsschutzgesetz und endet dann beim Wasserhaushaltsgesetz in dieser Liste. So, wenn wir über Lager reden, über Waren lagern, Güter lagern, sprechen wir natürlich auch über Produktivitätszahlen. Da kommen wir einfach nicht drum rum. So, ja, was gibt es für verschiedene Produktivitätszahlen? Ich stelle euch jetzt mal vier verschiedene vor. Dabei werden halt die eingelagerten Waren. Nein, man vergleicht nicht die eingelagerten Waren. Man vergleicht die daraus resultierenden Ergebnisse miteinander. Man misst sich zum Beispiel von Monat zu Monat, guckt, wo hat man vorher besser gewirtschaftet und wo nicht. Am Ende vergleicht man sich natürlich auch mit anderen Unternehmen. Ja, jetzt wollt ihr natürlich wissen, was gibt es denn da für verschiedene Produktivitätskennzahlen oder Formeln, um die zu ermitteln. Also grundsätzlich werden hier Prozentwerte ermittelt. Und ihr wisst ja aus dem Unterricht, wenn es um Prozente geht, dann ist irgendwo auch in der Formel eine 100 drin untergebracht. Das seht ihr hier zum Beispiel für den Flächennutzungsgrad, der in Prozent ausgedrückt wird, genauso für den Höhennutzungsgrad. Also wie gut nutzen wir die vorhandenen Räumlichkeiten aus? Die entsprechenden Formeln stehen dabei. Beim Flächennutzungsgrad haben wir die tatsächlich gegebene Regalhöhe oder Regalfläche geteilt durch die gesamte Lagerfläche. Und diesen Wert dann nochmal 100. So, dann kommt dann ein Prozentsatz raus. Grundsätzlich beim Flächen- und Höhennutzungsgrad, wenn ihr das berechnet, je höher der Wert, umso besser. Je mehr wir die gegebenen Räumlichkeiten nutzen, umso besser für uns, umso wirtschaftlicher haben wir gearbeitet. Des Weiteren haben wir auch Raumnutzungsgrad in Prozent. Da gibt es dann zwei verschiedene Varianten, wie man dies berechnen kann. Na, seht ihr auch hier wieder zwei Werte, die durcheinander geteilt und dann mal 100 genommen werden, weil wir halt den Wert in Prozent ermitteln möchten. Und zum guten Schluss, zum Ende, reden wir noch mal ganz kurz über Dokumente, die wir beim Ein- und Auslagern im Lager, womit wir hantieren könnten, die uns begegnen könnten. Ja, zum einen den Lieferschein. Das kann immer vorkommen, dass vom Wareneingang nur ein Lieferschein weitergereicht wird mit der Ware. Hier entsprechend auch immer darauf achten, was eingelagert werden soll, ob das auf dem Dokument genauso beschrieben ist. Wenn es zur Abweichung kommt, notieren. Ja, außer dem Lieferschein könnte eine Bestellliste mit dranhängen, damit wir auch direkt wissen, für welchen Kunden, für welchen vielleicht auch internen Bereich bei uns selber die Ware bestellt wurde, damit die gar nicht erst lange im Lager liegt, sondern direkt kommissioniert werden kann. Dann gibt es den Wareneingangsschein. Das ist so, generell wird das heutzutage alles elektronisch gemacht, so wie mit der Tatbestandsaufnahme und der Lagerfachkarte. Die werden nur noch selten von Hand geführt, weil halt die Entwicklung der Technik halt auch immer weiter vorangeht. So, grundsätzlich beim Wareneingangsschein ist eigentlich von der Warenannahme, also den Arbeitsschritten, die wir in Lernfeld 1 schon kennengelernt haben, ist dort von dem Mitarbeiter auszufüllen und an den Lagermitarbeiter, wenn es nicht sogar derselbe Mitarbeiter ist, weiterzugeben. Ja, die Tatbestandsaufnahme. Hier werden alle Schlechtlieferungen, sprich alle Fehler, die uns bei der Lieferung aufgefallen sind, vermerkt. Das ist auch so ein Dokument, was an uns weitergegeben wird, was am Ende auch im Einkauf landen muss, damit die entsprechende Reklamationsabwicklung tätigen können. Da wird halt genau beschrieben, was nicht in Ordnung war und das kann dann innerhalb der Fristen zur Reklamation, zur, ja, ich sag mal, Wiedergutmachung durch den Lieferanten, den Absender führen. Und zu guter Schluss, nach der Tatbestandsaufnahme noch die Lagerfachkarte. Ja, ich habe jetzt mit Absicht die Bilder weggelassen dazu, weil die Lagerfachkarten funktionieren zwar immer auf dieselbe Art und Weise, aber sie können immer ein bisschen anders aussehen.
Ich werde auch mal später unter dem Video einzelne Bilder hinzufügen für Beispiele dafür. Also immer dran denken, wir reden hier über Möglichkeiten, und das sind keine Tatsachen. Die sehen halt von Firma zu Firma immer anders aus, genau wie es auch von Firma zu Firma unterschiedliche Warenwirtschaftssysteme geben kann. Gut, wofür ist die Lagerfachkarte? Dort werden die Bestandsbewegungen notiert. Also vom Eintreffen neuer Ware, wenn wir das Lager zum Beispiel mit Ware auffüllen, dann notieren wir dort den Zugang. Dann notieren wir in der Lagerfachkarte auch alle Ausgänge, also Kundenbestellungen oder Bestellungen anderer Abteilungen. Die werden hier auch vermerkt. Und dann wird immer noch zusätzlich nach jeder Tätigkeit, nach jedem Ein- und Auslagern, der aktuelle Lagerbestand auch darunter geschrieben in das entsprechende Feld. Ne, wir sind hier sogar bei der permanenten Inventur. Also die Lagerbestände bei der permanenten Inventur werden bei jeder Ein- und Auslagerung oder danach festgehalten. Heutzutage bei Firmen, die das ganz automatisch mit ihrem Warenwirtschaftssystem machen, passiert das schon fast oder sogar schon in Echtzeit. Wenn wir bei einer Firma arbeiten, wo noch viel mit Papier gearbeitet wird, wird das im Nachgang dann immer verändert. Also der Bestand im Nachhinein angepasst. Ja, das soll es dann auch für dieses Lernfeld gewesen sein.